Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir haben einen großen Gott. Seine Macht ist größer als jede Krankheitsmacht. Und wir dürfen diese Macht in Anspruch nehmen im Gebet. Ja, Hoffnung um 12, das machen wir, weil wir einen großen Gott haben und wir wollen dich ermutigen. Unermessliche Kraft ist heute das Thema. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Unermessliche Kraft. Und dazu möchte ich ein Bibelwort vorlesen. Das steht in Epheser 1, Vers 19. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. In uns, den Glaubenden, wirkt unermessliche Kraft. Das ist doch gerade das, was du heute brauchst. Unermessliche Kraft. Und hier heißt es, dass Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Das heißt, wenn wir zu ihm gehören, ist auch die unermessliche Kraft in uns. Und da lesen wir weiter. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Diese gewaltige Kraft, und die ist der Heilige Geist, die ist in dir. Und diese gewaltige Kraft möchte mit dir sein. Gebrauche sie, nimm sie in Besitz, sei dir sicher, dass sie in dir ist. Und wenn du dir sicher bist, dass diese Kraft in dir ist, reagierst du ganz anders, du handelst ganz anders. Probier es heute aus. Danke, Herr, dass jeder Herr, der glaubt, Herr, diese Kraft in sich hat. Jeder, der Ja zu dir gesagt hat, diese Kraft in sich hat. Und ich danke dir dafür, für diese unermesslich große Kraft. Herr, danke, Herr. Lehre uns, wie wir damit umgehen können. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau aus der Schweiz schreibt uns ihr Gebetsanliegen für ihre Mutter. Liebe Missionsfreunde, ich bitte euch von Herzen um Gebet für meine Mutter. Sie hat Demenz bekommen. Ich glaube, dass Jesus auch Demenz heilen kann. Ich danke herzlich für eure Gebete. Ja, und das ist wahr. Jesus kann auch Demenz heilen. Jesus, ich danke dir, dass du diese Mutter kennst, die Demenz hat. Und ich danke dir, dass du sie berührst und dass dieser Kopf wieder in Ordnung kommt und dass alle Schaltstellen und alles, was da in Unordnung ist durch Demenz, wieder vollkommen in die richtige göttliche Ordnung kommt. Und ich danke dir, dass du mit ihr bist, dass du ihr hilfst, dass du mit der ganzen Familie bist. Und ich danke dir einfach, dass du da alles wieder in Ordnung bringst. Und du kennst auch all die anderen Menschen, die unter Demenz leiden. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch für diese Krankheit ans Kreuz gegangen bist. Und dass du eingreifst und dass diese Demenz heilbar ist durch dich, durch das Blut, das am Kreuz vergossen wurde. Danke, Jesus, dass alles in den Köpfen, in den Schaltstellen, in allem, was da in Unordnung ist, dass das wiederhergestellt wird. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns per E-Mail seine Not. Hallo, liebes Gebetsteam. Bitte betet für meine linke Nasenhöhle. Verdacht auf Zyste. Habe seit längerer Zeit Probleme mit der Nase. Herzliche Grüße und Gottes Segen. Jesus, und du kennst auch diesen Mann, der Probleme hat mit der Nase. Und ich danke dir, dass diese Zyste austrocknet und dass nichts mehr übrig bleibt. Ich danke dir, dass du diese Nase berührst und dass auch dein heilender Strom jetzt durch diese Nase fließt und dass sie vollkommen in Ordnung ist. Wir danken dir für vollkommene Wiederherstellung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf an und die Infos sind wie immer eingeblendet. Per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Von ganzem Herzen bitte ich um Gebetshilfe bei rheumatoider Arthritis, Arthrose-Schmerzen und sehr starker Nervosität. Danke. Ja, Herr, du kennst, Herr, die ganze Krankheiten. Herr, ich danke dir dafür. Herr,
Herr, dass diese Person schon Danke sagt, das heißt, sie hat Glauben, dass du berührst. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Danke, dass die Arthritis, Herr, auch weichen muss. Herr, die Arthrose-Schmerzen weichen müssen und was es alles verursacht. Herr, ich danke dir dafür, Herr, aber auch in diesem Körper einen riesengroßen Frieden, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass die ganze Nervosität weichen muss. Herr, ich danke dir dafür. Herr, wir rufen Frieden hinein. Wir rufen Heilung hinein in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für ihren Mann dieses Gebetsanliegen. Bitte um Gebet für meinen Mann. Er hat einen Tumor am 4. Lendenwirbel. Wir wissen noch nicht, ob er gut oder bösartig ist. Danke und Gott segne euch. Ja, so viele Gebetsanliegen mit Tumor, verschiedene Krebsarten und was auch immer. Und Gott ist trotzdem größer. Gott ist trotzdem größer. Wir erfahren es immer wieder. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass auch dieser Tumor vertrocknen muss, Herr, in deinem Namen Jesus, dass er kein Anrecht hat, da zu wachsen und sich zu ernähren. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du der Heiler bist und dass, Herr, diese Person auch heil sein darf in deinen Wunden. Danke für komplette Heilung. Danke. Amen. Amen. Und Gott tut so viel Gutes an seinen Kindern. Und eine Heilung von Migräne schreibt uns eine Frau aus der Schweiz. Von ganzem Herzen möchte ich dem Herrn die Ehre geben. Er hat mich von Migräne und Augenmigräne geheilt. Viele Jahre erlebte ich äußerst schwierige Umstände. 2015 brach ich körperlich wie auch seelisch zusammen. Monate zogen sich die Migräneattacken hin. Ich kam kaum mehr aus dem Bett und das mit 3 Kindern. An einer Karfreitag-Gebetsnacht wurde für Menschen mit Migräne gebetet. Daraufhin verbesserte sich mein Zustand erheblich, war aber nicht ganz weg. Ich wurde auf die Bibelstelle aufmerksam, wo Jesus den Feigenbaum verfluchte. Mir wurde klar, dass die Migräne so wie ein Feigenbaum war. Von da an sprach ich immer, wenn die Schmerzen kommen wollten, die Worte Jesu. Immer wieder. Die Schmerzen nahmen ab und verschwanden mit der Zeit ganz. Dem Herrn sei alle Ehre. Danke auch an euch vom Missionswerk für eure Gebete und den Livestream. Ich habe viele Male Berührung und Ermutigung erlebt. Danke für euren Dienst. Wie schön. Und beim nächsten geht es um einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Herzlichen Dank für Ihre Gebete und den Brief. Ich werde heute meinen neuen unbefristeten Arbeitsvertrag unterzeichnen. Die Arbeitsstelle ist im medizinischen Bereich mit neuen Aufgaben und ich habe die Möglichkeit, Menschen helfen zu können. Ich glaube, dass ich allmählich in meine berufliche Bestimmung hineinkomme. Wie schön, wenn man so etwas sagen kann. Und ein gebrochenes Kniegelenk ist wieder gut. Im Juni 2020 hatte ich mein rechtes Kniegelenk gebrochen. Das hat mich sehr behindert. Aber der Herr hat mich nicht im Stich gelassen. Schon im September konnte ich wieder laufen und ohne Schmerzen alle meine Arbeit in Haus und Garten tun. Ich bin froh und dankbar über unsere Verbundenheit. Gott kennt unser Herz und hat für alles einen Ausweg. Ich hatte euch um Gebet gebeten. Meine Katze hat sich verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Ich hatte Angst, weil ich mir eine eventuelle Operation oder Spritzen wegen der Kosten nicht leisten konnte. Der Arzt hat festgestellt, dass die Verletzungen von alleine heilen. Kosten sind mir erspart geblieben. Ich danke Gott und euch und bin sehr glücklich über das Ergebnis. Gott kümmert sich um alle unsere Anliegen. Ja, das durften wir heute auch wieder sehen. Alle unsere Anliegen. Und auch Dinge, wo der eine oder der andere sagt, ach, das brauche ich eigentlich nicht. Was für den anderen wieder sehr, sehr wichtig und wertvoll ist. Hast auch du was erlebt? Hast du Gott irgendwie erlebt? Lass es uns wissen. Es freut uns riesig. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Heute der Tipp des Tages. Unermesslich große Kraft. Was ist für dich unermesslich groß?
Ich habe mir da mal ein paar Worte rausgeschrieben, was für mich gewaltig ist, so ein riesen Staudamm, der voll ist mit einer Wasserenergie, die ein ganzes Tal überschwemmen könnte. Oder eine Atombombe, da wurde schon viel Unfug mitgemacht, aber so eine gewaltige Kraft, die man, wenn sie ausgelöst ist, nicht mehr bändigen kann. Oder die Sonne, die eine ganze Erde erhitzt, wenn wir es so erleben in der heutigen Zeit, nachts ist noch minus ein Grad, tags wird es 25. Was braucht das für eine Energie in einem normalen Haus? Und die ganze Erde wird so erwärmt, ganz Deutschland wird so erwärmt, nur mit der Sonne. Was ist das für eine unermesslich große Kraft? Und stell dir vor, die Kraft, die in dir ist, ist noch viel größer, die Kraft des Heiligen Geistes. Stell dir das mal jetzt so richtig vor. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich und auch heute am Telefon noch bis 13 Uhr. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr sei mit dir. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.